eine verlängerte Haltbarkeit von Bioprodukten, Lebensmittel ohne künstlich synthetisierte Inhaltsstoffe länger genießen, ein Widerspruch oder technisch möglich. Die Lebensdauer von Nahrungsmitteln kann bisher häufig nur durch den Zusatz von Konservierungsmitteln verbessert werden. Dies ist an sich nichts Verwerfliches, lässt sich mit dem Biogedanken jedoch nur sehr schwer vereinbaren. Liefern moderne Technologien da einen Ausweg? Ein vielversprechender Ansatz sind physikalische, nicht-thermische Verfahren. Diese Methoden haben zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, sie verzichten auf hohe Temperaturen und zweitens, sie verzichten auf die Zugabe von Zusatzstoffen. Doch wie funktionieren diese Verfahren? Dazu muss man sich zunächst überlegen, warum Lebensmittel überhaupt ungenießbar werden. Der Grund fürs Verderben sind häufig Mikroorganismen wie Pilze oder Bakterien. Diese befinden sich bereits im Lebensmittel, auf dessen Oberfläche oder an der Verpackung. Die Keime sind zwar zunächst unbedenklich, vermehren sich jedoch mit der Zeit und können somit die Produkte verderben. Schafft man es also, die Anzahl der Keime im Lebensmittel von Anfang an zu reduzieren, so kann man diese länger genießen. Und genau da setzen moderne, nicht-thermische Technologien an, bei der Reduktion von Keimen. Eine solche vielversprechende Technologie ist UV-Licht. Die Grundidee ist ganz einfach. Man bestrahlt dazu Lebensmittel oder deren Verpackungen mit ultraviolettem Licht. UV-Licht besitzt im Vergleich zu sichtbarem Licht eine höhere Energie und kann damit die Mikroorganismen töten. Dabei wird das Erbmaterial, sprich die DNA und die RNA, der Mikroorganismen direkt zerstört. Je länger die Bestrahlung dauert, desto besser funktioniert die Keimreduktion. Und dass UV-Licht viel Energie besitzt, merkt man spätestens, wenn man zu lange in der Sonne sitzt und einen Sonnenbrand bekommt. Wie gut nun die Haltbarkeit durch UV-Licht gesteigert werden kann, hängt vom Lebensmittel ab und ist eine wichtige Fragestellung zahlreicher Untersuchungen. Auch werden bei diesen Experimenten mögliche unerwünschte Effekte untersucht, beispielsweise die Reduktion von einzelnen Inhaltsstoffen. Jedoch richtig angewandt ist UV-Licht für Lebensmittel völlig unbedenklich. Die Frage der rechtlichen Zulassung muss, wie bei jeder neuen Technologie, natürlich ebenfalls geklärt werden. Mit UV-Licht kann man also Keime effizient abtöten und die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern. Und dies energie- und ressourcenschonender als beispielsweise durch eine traditionelle Wärmebehandlung.